Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hohn-Horvath. In der EU sei die einzige Lösung zur Behandlung der Migration, wenn man den Mitgliedstaaten dieses Recht zurückgebe, sagte Viktor Orban im slowenischen Bled auf dem Internationalen Strategieforum. Der Ministerpräsident ergänzte, die Migration könne nicht als Lösung anerkannt werden, noch nicht einmal für demografische Probleme, denn die Einwanderer würden die traditionelle europäische Kultur verändern. Auf dem Forum ging es unter anderem auch um die EU-Erweiterung. Der ungarische Regierungschef erklärte damit im Zusammenhang, dass Serbien eine Schlüsselrolle habe und die EU-Mitgliedschaft auch aus Sicherheitssicht unumgänglich sei. Die Epidemie und die Einwanderung würden einen Teufelskreis bilden. Die Infektionen erscheinen an immer mehr Orten, je mehr Menschen losziehen würden. Und je mehr losziehen, umso höher sei die Gefahr der Ausbreitung der Krankheit. Darüber sprach Peter Siato in Genf auf einer Konferenz der UNO. Er betonte auch, dass die Epidemie die am wenigsten entwickelten Länder am meisten schwer betroffen hätte. In Bezug auf die Epidemie sei die Impfung der Jugendlichen außerordentlich wichtig. Darüber sprach Janusz Slavik im M1. Dem Chefarzt der Infektologie zufolge hängt es von dem Impfwillen ab, ob erneut beschränkende Maßnahmen eingeführt werden müssen. Ob zum Beispiel wieder über Maskenpflicht verfügt wird. Janusz Slavik nach kommen immer mehr Menschen ins Krankenhaus, unter ihnen auch junge Menschen, die nicht geimpft sind. Schüler und Lehrer könnten sich wieder auf traditionelle Weise der Schulen annehmen, mit einem Wachstum der Durchimpfungsrate, hoffentlich langfristig. Darüber sprach der Minister für Humanressourcen auf der nationalen Feier zum Schuljahresauftakt in Dr. Horkheim. Miklós Kásler fügte hinzu, während der Epidemie hätte der Unterricht nicht im digitalen Rahmen auf hohem Niveau stattfinden können, wenn neben den Pädagogen nicht die Eltern oder Großeltern im Hintergrund gewesen wären, die erhebliche Opfer brachten. Das Schuljahr hat auch in den Nationalitätenschulen begonnen. In Elek wurde aus 105 Millionen Forint eine rumänische Nationalitätengrundschule erneuert. Die Heizung wurde modernisiert und es wurden auch neue Unterrichtsräume ausgebaut. Staatssekretär Miklós Soltis sagte, man brauche diese Nationalitäten. Solche Entwicklungen würden der Aufrechterhaltung dienen. Er kündigte auch an, dass die Regierung in diesem Jahr zusätzliche Ressourcen für Nationalitäten-NGOs bereitstellen werde. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und passen Sie weiterhin gut auf sich auf. Auf Wiedersehen.